Ein Stück Normalität kehrt an den beiden Standorten des Klinikums Niederlausitz zurück. Aufgrund der niedrigen Covid-19-Fallzahlen werden nun wieder regulär geplante Behandlungen durchgeführt. Gute Nachrichten, die gibt es aber auch für alle Angehörigen von Patienten. Der Patientenbesuch im Klinikum Niederlausitz ist nun also wieder möglich. Für Geimpfte und Genesene geht das sogar ohne Test. Für alle anderen, also auch für uns, gibt es die Testpflicht. Und das kann man gleich hier erledigen, zum Beispiel am Klinikum im Testzentrum. Mit dem negativen Testergebnis ist der Weg in das Klinikum für Gäste geebnet. Am Standort Senftenberg treffen wir zwei Krankenschwestern, die sichtlich erfreut sind über die zurückgewonnene Normalität. Hinter Ricarda Slomka liegen aufregende Monate und sie weiß, wie schwer es für die Patienten ohne Besuche war. Es war eine ganz andere Zeit. Es war auch wieder ein Stück Erfahrung im Beruf für mich, was komplett anderes. Und es ist jetzt aber wieder schön, im Alltag zu arbeiten. Patienten waren oft sehr traurig und es ging ja immer nur über Sachen abgeben, wieder abholen. Also es gab ja außer über Telefon keinen persönlichen Kontakt zu den Angehörigen. Pro Patient darf aktuell wieder ein Besucher täglich zwischen 15 und 17 Uhr zu Besuch ins Klinikum kommen. Die Rückkehr in einen normalen Klinikalltag haben sich auch die Mitarbeiter sehnlich gewünscht. Doreen Mückel, sonst auf der Gefäßstation, betreute die letzten Monate Corona-Patienten unter schwersten Bedingungen. Den ganzen Tag unter einem Vollschutz zu arbeiten, die Patienten waren sehr hochpflegeaufwendig, das ist schon sehr erschwert, also die Bedingungen sind da sehr erschwert. Bei Chefarzt Tom Hammermüller im Gefäßzentrum herrscht nun wieder langsam so etwas wie Alltag, nachdem seine Station lange für Corona-Patienten genutzt wurde. Da war es dann so, dass das Gefäßzentrum an sich hier die eigentliche Klinik, die eigentliche Station verlassen hat, im Oktober schon. Zum Teil mit den Unfallchirurgen zusammen auf einer Station war, zum Teil hatten wir Patienten auf 5 verschiedenen Stationen an beiden Standorten zu liegen als Gefäßchirurgen. Und jetzt sind wir seit 28. Mai sind wir wieder zurück. Das ist mein Geburtstag. Das war eins meiner größten Geschenke zum Geburtstag, dass wir wieder hier sein konnten. Man merkt dem Team die Erleichterung an. In den zurückliegenden Wochen waren maximal Akutbehandlungen und Notfälle möglich. Doch nun gilt es, die verschobenen Eingriffe aufzuholen. Bei den Gefäßchirurgen geht es hier vor allem auch um die Zeit. 1:1 aufholen wird man nicht können. Da glaube ich jetzt nicht dran. Aber viele Patienten, die jetzt nicht behandelt werden konnten oder aber aus eigenem Antrieb nicht zu uns gekommen sind, holen das jetzt nach und kommen zu uns. Patienten, deren Behandlung im Klinikum Niederlausitz verschoben werden musste, werden von der zuständigen Fachabteilung für einen neuen Termin kontaktiert. Bis zur 100%igen Normalität dauert es also noch eine Weile. Die Station füllt sich trotzdem. Im Moment sind es viele Notfälle, die von draußen dazukommen, weil viele Patienten das Gefäßzentrum gemieden haben, aus Angst davor, dass sie sich mit Corona anstecken können. Das sind dann Patienten mit Durchblutungsstörungen, meistens der Beine, aber auch Verengungen der Halsschlagader, die zum Schlaganfall führen können, oder Aussackung der Bauchschlagader, die letztlich auch platzen kann und dann zu schweren Blutungskomplikationen führen kann. Ein ganz anderes Problem kommt noch erschwerend hinzu. Mit den sommerlichen Temperaturen und den wieder möglichen Reisen werden Behandlungen lieber auf den Herbst verschoben. Und das ist jetzt ein Problem, was ich jetzt für den Sommer möglichst vorher aushebeln möchte, dass die Patienten nicht erst über den Sommer warten, sondern jetzt kommen können. Wir haben genügend freie Valenzen inzwischen und können sie jetzt behandeln. Ich will nicht sagen, wer weiß, was im Herbst ist, aber die Gefäßerkrankung geht immer weiter fort. Und das wird nicht besser von alleine. Das Team im gesamten Klinikum ist also vorbereitet und nach Monaten der Pandemie ist man glücklich, hier wieder auf vertraute Gesichter zu treffen. Also wir als Team sind sehr froh, dass wir wieder zusammengefunden haben, weil wir ja alle wirklich auseinandergerupft waren. Und man ist auch irgendwo froh, dass man wieder in seinem Fachgebiet arbeiten kann, ne, für was man sich entschieden hat. Und ja, man freut sich dann schon wieder darüber. Während unseres Drehs ertönt ein Alarm. Die Schwestern werden von einem Patienten gerufen. Der Chefarzt muss ebenfalls los zum nächsten Termin. Was für uns beunruhigend wirkt, ist für das Team im Klinikum Niederlausitz Normalität und Alltag. Und darüber freut man sich hier wohl am meisten. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.